Gracias divinis. Als Los die Riesin Sumu getötet hatte, fiel zunächst ein einzelner großer Blutstropfen aus seiner Wunde. Noch ehe er die Riesin berührte, wurde er zu einem gleißenden Gestirn und stieg auf in die unendlichen Himmel. Als Sonne stand Praios fortan über Dere, um ihr Herrschaft und Licht zu bringen. Unter seinem scharfen Blick ward alle Schöpfung von den Göttern über Gewürm und Getier bis hin zu den Menschen. Seine wachenden Augen und sein gerechtes Urteil treffen jede Veränderung. Und nur wenn er sie für gut befindet, spricht er das Göttliche, es sei. Alles Böse muss jedoch zerstört werden. Denn Praios Zorn ist unerbittlich. Wenn nicht die Könige auf Dere das Übel beseitigen, so greift er selbst ein und zerschmettert den Makel auf dem Antlitz der Welt. Alle Macht kommt vom Himmel, und über den Himmel herrscht Praios. Asche, es ist. Seht dies, dies ist unser Triumph, sagt Jardan, als er das Schwert des Praios Lob von Selim in die Höhe reckt. Und gleichzeitig ist dies doch unsere Schande. Denn unsere Brüder und Schwestern im Glauben waren es, die diesen Beweis der Verderbnis haben verschwinden lassen, anstatt ihn anzuerkennen, anstatt Buße zu tun. Aber die alte Ordnung ist gefallen. Die alte Ordnung ist Asche. Und ihr sollt es sein, die aus ihren Trümmern eine neue errichten. Ihr sollt es sein, die auch hierfür, für die größte Sünde unserer Kirche, Abbitte leisten. Ja, dann nimmt das Schwert herunter, dreht es in seinem Griff um, reckt es dem ersten Bannstrahler entgegen. Du, Diener Praios, erhebe dich. Jawohl. Nimm dies. Nimm diesen letzten und einzigen Beweis. Nimm dieses scharfe Beil in den Kerkern des Vergessens. Trage ihn zurück in deine Heimat. Trage ihn nach Auralet. Und lasse alle Welt wissen. Die Wahrheit dieses Schwertes, die Wahrheit Albuins, die Wahrheit Praios. Und wenn dein Werk getan ist, wird dieses Schwert in goldenem Glanz erstrahlen. Und du wirst die Wahrheit Praios darin sehen. Ruhe nicht, ehe dies nicht getan ist. Und verschone niemanden, der in deinem Weg steht. Geh nun hinfort, mein Kind, und tue Praios Werk. Herrischer, komm bald. Praios Ried, kommt mit. Ihr habt ihn gehört. Nach Auralet. Auf. Erland rennt sich an Praiovin von Orkenwelt, der im Eingang noch steht und die ganze Sache vermutlich misstrauisch blickt. Ihr Sonnenmarschall. Eure Vorgänger waren es, die diese Sünde begangen. Aber ihr seid nicht der, der dafür zahlen muss. Ihr werdet gebraucht. Ihr seid der rechtschaffende Vertreter der alten Ordnung. Und an euch muss es sein, zu verhindern, dass alles ins Chaos fällt. Ihr solltet nach Hause zurückkehren. Das ewige Licht ist nicht hier. So werde ich tun. Die Quanjoren haben uns den Weg gewiesen und wir haben gefunden, was wir suchten. Ich werde von euch berichten. Hab Dank. Das Licht wird zurückkehren, wenn Gerechtigkeit zurückkehrt in die Stadt des Lichts. Geht nun mit Praios Frieden. Es sei. Es sei. Ihr aber, ihr wenigen, ihr Übrigen, ihr habt eine andere Aufgabe. Ihr habt ein Schicksal. Und ich habe es gesehen. Und ihr alle werdet das eure erfüllen müssen, ehe der letzte Tag gekommen ist. Und ihr kennt euer Schicksal, so wie die Götter es kennen. Und sie sind euch gewogen. Aber sie sehen auch eure Unreinheit. Und sie wissen, dass sie euch zu Fall bringen kann. Tretet nun also vor, ein jeder von euch, und bekennt euch vor Praios und den 12 Göttern, auf der es eure Sünden sehen, wiegen und euch von ihnen reinigen können. Lermin sieht die anderen an.
Und tritt dann vor. Voltax zuckt mit den Schultern und tritt nach vorne. Nun denn, kniet nieder und bekennt. Uramin kommt der Aufforderung nach. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich an jenem Abend, als Rafim mit Rashpatana verheiratet werden sollte, keine besonders große Hilfe war. Ich stand neben mir, aber ich habe euch nie wirklich gesagt, warum. Nun, als die Maharani Shahi mir die Herrschaft über Yanka gab, da frohlockte mein Herz, wie ein Schakal, der Blut gewittert hat. Und das erschreckte mich bis ins Mark. Raja gibt mir Macht über die Herzen der Menschen. Das ist nicht wenig, aber es ist etwas anderes als weltliche Macht. Die Menschen, die sich mir als Geweihte unterwerfen, tun das freudig und aus freien Stücken. Die Bewohner von Yanka aber haben sehr schnell, sehr deutlich gemacht, dass sie nicht von mir beherrscht werden wollen. Und ich habe meine Herrschaft mit Gewalt, man könnte es auch sagen mit Rafims Hilfe, durchgesetzt. Das aber ist nicht das Wesen der Raja und Stam. Gewiss, wir hatten nicht die Zeit, die Herzen der Leute zu gewinnen. Nicht mit einer Pforte des Grauens inmitten des Hafenbeckens. Aber ich gestehe euch, ich hatte auch keine Lust, mich mit diesem Abschaum abzugeben. Und ich habe es genossen, zu befehlen und zu richten. Diese Sache mit Yanka rührt an etwas, was ich schon vor langer Zeit über mich gelernt habe. Ich genieße es, Macht zu haben und Macht auszuüben. Und zwar mehr, als ich sollte. Raja weiß das. Und ihre Gegenspielerin auch. Wisst ihr, die Menschen tun sich leichter mit, solche Gefühle als Einflüsterungen der Widersacherin abzutun. Aber sie sagen, nein, das bin nicht ich. Das ist die Versucherin. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, das bin ich. Manchmal interessiert es mich nicht, was andere Menschen wollen. Und ich will ihnen meinen Willen aufzwingen. Aber Raja liebt mich, obwohl ich es nicht verdiene. Und so halte ich dieses Verlangen im Zaum. Doch nichts fürchte ich mehr, als sie eines Tages zu enttäuschen. Und sie neigt den Kopf so, dass das lange schwarze Haar ihr ins Gesicht fällt und meint, ihr seht, möglicherweise ist es besser für Yanka, wenn seine Visira in der Ferne weilt. Man hätte mir nie Macht verleihen dürfen. Doch vielleicht gefällt es Raja ja, mich auf diese Weise zu prüfen. Wer weiß. Macht korrumpiert. Dies ist das Schicksal und das Laster aller Sterblichen. Doch die Götter lieben die, die sich kennen. Und die Götter lieben die, die reumütig sind. Gehe nun, befreit von deiner Sünde. Und sei ein besserer Mensch. Nun, Flamin umfasst Jalans leuchtende Hände und drückt kurz ihre Stirn dagegen. Dann erhebt sie sich und tritt zurück. Du hast das Gefühl, dass ihm eine einzelne Träne aus dem Augenwinkel läuft. Sie sieht ihn an, versteht nicht ganz.
und tritt dann zurück in den Kreis. Nun, dann muss ich wohl auch etwas gestehen. Ich denke, das Schlimmste, was ich jemals getan habe, das wisst ihr bereits alle, und ich konnte schon Frieden damit schließen, seit ich meinen Bruder wiedergefunden habe. Es hat mich wahrlich geprägt und mich zu dem gemacht, der ich heute bin, den ihr heute kennt. Aber ich habe ein längeres Leben als die meisten geführt, die meisten von euch jedenfalls bisher. Und mir, naja, auch die ein oder andere unangenehme Sache auf die Schultern geladen. Und nun, ja, ich bringe es einfach frei heraus. Ich glaube, das ist das Beste. Das Schlimmste, das Unwürdigste, was ich jemals getan habe, ist im Jahr 972 nach Bosporans Fall geschehen. Das liegt schon etwas zurück, ich weiß. Aber nun ja, es war im Einfluss von Bardo und Cella. Also, ich weiß nicht, ob einem von euch der Tag der Schande noch ein Begriff ist, aber gewissermaßen bin ich dafür verantwortlich. Nun, es war einfach so, Bardo hatte mich am Morgen aufgesucht und mich dazu überredet, Cella doch während der Audienz zu verzaubern. Ich sollte sie in den Schlaf zaubern, sodass sie einschläft. Er fand es besonders lustig. Und ich als junger Zwerg, der ich war, nun, ich fand es auch lustig. Kaum war Bardo weg, kam Cella zu mir und sprach, Voltax, ich habe da eine Idee. Du könntest mit deinem Zauber doch Bardo denken lassen, er sei ein Pferd und er würde von einer Ministerin geritten in den Thronsaal. Sie fände das wunderbar und es wäre ein großer Lacher für alle Anwesenden. Und abermals, ich ließ mich auch von Cella überreden. Und so wirkte ich erst den einen Zauber und dann den anderen Zauber. Ich wusste ja nicht, was darauf folgen sollte. Was daraus geworden ist, wissen wir alle und es tut mir auch leid. Es war nicht böse gemeint. Ich war einfach jung und wusste nicht, was ich tat. Oh je, das ist alles sehr ungut gelaufen. Satinas Zähne können mehr Wunden reißen, als sie schließen. Nur wer bekennt, dem wird der Lösung zuteil. Geh nun hin und sei erlöst. Danke, Yalan. Und Boltax würde Yalan einmal an der Hüfte umarmen. Jalans Hand wedelt ein wenig. Ihr anderen habt das Gefühl, er will Boltax Kopf tätscheln, aber sie rudert ein wenig durch die Luft und nimmt dann wieder ihre ausgestreckte Haltung ein und zeigt auf den Nächsten. Abelmir, mein ältester Freund, tritt vor und bekenne. Ich weiß nicht, ob meine Sünden verziehen werden können. Paios sieht alles und Paios verzeiht alles. Früher oder später. Nun, wie ihr wollt. Ich habe dies noch niemand erzählt. Wissen ist Macht und Macht ist Wissen. Es sind Synonyme und Gleichnisse. Und wenige außerhalb der Bruderschaft verstehen dies. Aber diese Macht, sie will errungen, erkämpft werden und sollte nicht geschenkt werden. Blut und Leiden ist der Preis dieser Macht. Und ich habe diesen Preis bezahlt. Vor vielen, vielen Jahren. In meiner Heimatstadt. Im Alter von 12 Götterläufen beging ich meinen ersten Mord. Ich ermordete meinen eigenen Cousin. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Meine Familie ist verarmt. Und der Familienrat beschloss, dass mein Cousin Geron an meiner Stadt die Ausbildung als Magier halten sollte. Wir spazierten eines Tages in ein Wäldchen und Geron verspottete mich, dass ich zurückbleiben soll.
und meine Tage auf dem armen Weingut verbringen sollte. Und er würde ein berühmter Magier werden. Mich überkam der Zorn, die Wut, die Zurücksetzung. Und ich erwürgte ihn mit meinen eigenen Händen. Ich brachte dann, um die Tat zu vertuschen, die Leiche meines eigenen Cousins zum Fluss und versenkte sie. Einen Tag später wurde sie angeschwemmt. Und ich konnte mich herausreden, es wäre ein Badeunfall gewesen. Und ich sah ihn noch davontreiben. Nun, ich erzähle dies zum ersten Mal. Ich glaube, diese Sünder können weder du noch die Götter mir vergeben. Kein Sterblicher mag von deiner Sünde gewusst haben. Und kein Sterblicher kann sie vergeben. Aber Praios sah sie. Praios urteilte über dich. Und Praios hat dich gerichtet. Und als er deinen Weg setzte, nahm er dein Leben so sicher wie das Amen im Tempel. So bist du auch du auf einem Kurs, der dich früher oder später an dein Ende führen wird. Aber auch dieser ist Praios Wille. Geh nun also hin und sei erlöst. Rafim ibn Kanarwar, tritt hervor. Und auch du, knie nieder und bekenne. Ja, ich mache einige Schritte nach vorne, gehe vor Yalan in die Knie, bekenne sein goldenes Antlitz und fahre mir mit der Hand über die frisch rasierte Glatze. Dann, während sie alle hinter mir auf ihrer Seele den ein oder anderen schwarzen Fleck haben, ist meine Seele ein einziger schwarzer Abgrund. Und doch bin ich nur einmal so tief gefallen wie an diesem Abend. Mein Höhepunkt und auch mein Fall an einem Tag. Ich erinnerte mich noch, eh als wär's gestern. Ich stand vor Delazar, ein frischer Bruder. Ich war eingeschworen. Ich, einer von ihnen. Wir alle standen um mich herum. Doch niemand lächelte. Niemand war glücklich, denn sie wussten, was er befehlen würde. Denn sie taten es alle vor mir. Und ich sah jedem meiner Nachfolger dabei zu, wer er es ebenso tat. Da stand Delazar vor mir und sagte, setze jedem ein Ende, der nicht zu uns gehört. Ein jeder, der dein Herz in seiner Hand hat, töte sie alle, denn du bist nun ein Bruder von uns. Du hast keine andere Familie. Sorge dafür. Und so, ohne ein einziges Widerwort, ohne zu versuchen, sie zu warnen, bin ich losmarschiert. Meine neuen Brüder hinter mir. Und wir sind in ihre Gasse marschiert. Dort, wo ich einst aufgenommen wurde, als ich nichts hatte. Ein jeden von ihnen habe ich gekannt. Ein jeden dieser 100 Gesichter. Ein jeder von ihnen hat mein Leben beschützt. Und wir haben sie abgeschlachtet. Ein jeder von ihnen fehl. Sie wussten nicht warum. Taten nichts und trotzdem mussten sie alle sterben. Weil er es befahl. Und das war der Tag, an dem ich wusste, dass nur noch der Schnitter meine Seele haben wollen würde. Denn die anderen Götter würden sie niemals anfassen. Denn für einen Befehl habe ich sie ausgerottet. Wovon er es befahl. Die verschlagensten Sünden tarnen sich als Befehl, als guter Ratschlag, als unschuldiger Gedanke und schleichen sich so an der Wachsamkeit der Rechtschaffenen vorbei. Doch auch ein spätes Erkennen ist ein Erkennen.
Die Götter lieben den, der Buße tut. Geh nun also hin und sei erlöst. Alan wankt ein wenig auf den Knien, richtet sich dann wieder auf. Meine Sünde mag im Vergleich gering erscheinen. Und doch ist sie die schwerste, die ich begehen konnte. Damals, am Ochsenwasser, gab mein Herr, mein Erlöser, Paios Sohn, dein Leben für meines. Hätte es doch anders sein sollen. Hätte ich doch ich sterben sollen und er leben und sein göttliches Werk auf dieser Welt verrichten. Und so nahm ich der Welt ihre beste Chance auf Erlösung. Und ich hätte ihm folgen sollen, wieder und wieder. Und doch klammerte ich mich mit jeder Entscheidung ans Leben, wollte nicht aufgeben, war mehr daran interessiert, hier zu bleiben, mein vermeintliches Werk zu verrichten, statt mich Paios Willen zu beugen. Aber dies ist vorbei, und mein Tag und meine Zeit sind gekommen. Aber für euch ist der Weg noch nicht vorbei. Tut, wie euch geheißen, verfolgt euren Plan. Tötet Darion Paligan und reinigt diese Welt. Geht nun also hin, mit Paios Segen und mit meinem. Doch für mich ist der Weg zu Ende. Anand fällt auf die Knie, vergießt einige bittere Tränen auf den Boden und vergeht in gleißendem Licht. Nichts zurückbleibend aus einer goldenen Maske. Ich hoffe, du findest deinen Frieden. Ja, ich greife die goldene Maske und drücke sie Abel mir in die Hand. Wir müssen hier raus. Ja, der arme Bruder, wir müssen hier weg. Vor euch könnt ihr noch den Sarkophag erblicken. Den Sarkophag umgebettet. Wo der Verräter, der erste Sonnenlegionär, liegt. Sein Schwert, was davon getragen wurde. Die Sonnenlegion, der Bannstrahl, zog nach Auralet in die Wildermark, wo es gereinigt werden muss. Vielleicht wollen die Rondrianer es haben, aber sehr wohl die Paioskirche. Was mit dem Schwert passiert, mit Dalors Klaue, ist eine andere Geschichte. Der Anand verglüht. Die Epiphanie und den göttlichen Fingerzeig folgt der Sprung des Glaubens und der Streiter der Götter. Über 100 Karma, die zur Entrückung, zur letzten Entrückung von Yalan geführt haben. Er ist einfach weg. Sulamin wirft noch einen letzten Blick zurück auf die leere Stelle und murmelt in sich hinein. Lebe wohl, Yalan. Mach's gut. Wie immer du auch sein magst. Ich bin sicher, er ist in irgendeiner Weise bei uns. Sicher. Dies hoffe ich. Er hat sein Ende gefunden, so wie er gelebt hat, predigend. Aber wir müssen hier weg. Wir können später sprechen. Gehen wir, ja. Willamin nickt stumm und drängt sich zwischen die anderen, sucht irgendwie Körperkontakt. Gleich, was die anderen gerade gebeichtet haben. Und so machen wir uns auf den Weg nach oben. Dort oben werdet ihr wieder begrüßt vom Dschungel von Maraskan. Ihr hört die Tiere, die Affen schreien, die Vögel rufen und das Jagdgras um euch herum, wie es durch den Wind getragen wird. Wenn ihr die Tempelstufen nach unten tretet, könnt ihr noch sehen, wie einige von den weißen Roben hier und da herumlaufen. Aber blutbeschmiert tritt der ein oder andere Treuzacker wieder auf eine Lichtung. An jeder klebt, besudelt von dem roten Saft.
Nicht alle sind gestorben. Die Stärksten haben überlebt. Ihr könnt erkennen, wie einer von ihnen sich den Helm abzieht. Ihm fehlt der Arm. Und als ihr erkennt, dass es Gornach ist, was geht da in euch vor? Er hat sich doch nach draußen geschlichen. Aber er hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, ich blicke in Richtung von Boltax. Nicke einmal und brülle dann auf Zulambakra zu ihm rüber. Vor mir an. Wer auch immer noch lebt. Haha, Blutrache ist gut. Ja, ich sehe, es hat alles schwer erwischt. Ach so. Ashirot. Sammeln. Uns geht's gut, König. Ja, ich sehe, wir sind weniger geworden. Die Stärksten haben überlebt. Das tun sie doch immer. Weshalb sind sie die Stärksten? Ja, wir machen uns auf den Rückweg. Berichtet mir derweil von ihren Taten. Oh, wir haben dafür gesorgt, dass sie gelitten haben. Keine Sorge. Ja, ei. Kommt.